Hallo und herzlich willkommen zu einem Videomodul in der Schiedsrichterausbildung des Volleyballverbandes Berlin e.V. Wir beschäftigen uns heute mit Regel 1 im Volleyball. Dazu gehören Ausführungen zu folgenden Punkten: die Spielfläche, die Abmessungen sowie die Oberfläche des Spielfeldes, die Linien auf dem Feld, die Zonen und Flächen, die Temperatur sowie die Beleuchtung. Die Spielfläche. Die Spielfläche umfasst das Spielfeld und die Freizone. Sie muss rechteckig und symmetrisch sein. Das Spielfeld ist ein Rechteck von 18 x 9 Metern und an allen Seiten von einer mindestens 3 Meter breiten Freizone umgeben. Die Beschaffenheit der Oberfläche des Spielfeldes sowie der Freizone muss eben, waagerecht sowie gleichmäßig sein. Bitte beachtet, dass es im Spielbetrieb des VVB Spielorte geben kann, die baulich nicht über die beschriebenen Voraussetzungen verfügen. Hier liegen dann Ausnahmegenehmigungen vor, zum Beispiel, wenn hinter einer der beiden Grundlinien eine Freizone keine 3 Meter erreicht oder wenn auf dem Spielfeld eine Bodenhülse für eine Reckstange eingebracht ist. Bei offiziellen Spielhalten des VVB sind leichte Abweichungen vom Regelwerk hinzunehmen. Hier ist es wichtig, dass das Spiel ohne ernstliches Risiko möglich und eine Bodenhülse zum Beispiel abgeklebt ist. Der freie Spielraum. Der freie Spielraum ist der Raum oberhalb der Spielfläche, der frei von jedem Hindernis ist. Er ist mindestens 7 Meter hoch, gemessen von der Spielfläche. Auch hier kann es im Spielbetrieb des VVB Ausnahmegenehmigungen zur Nutzung von Spielstätten geben, die baulich nicht über die beschriebenen Voraussetzungen verfügen. Die Linien. Zwei Grundlinien sowie zwei Seitenlinien begrenzen das Feld und gehören zu ihm. Die Achse der Mittellinie teilt das Spielfeld in zwei gleiche Felder von je 9x9 Metern. Sie zählt aber in voller Breite zu jeder der beiden Spielfeldhälften. Dies gewinnt beim Themenkomplex Eindringen in die Spielfeldhälfte des Gegners über die Mittellinie noch einmal an Bedeutung. An jedem Feld wird in Abstand von 3 Metern von der Achse der Mittellinie eine Angriffslinie gezogen. Jede Linie ist 5 cm breit. Die Vorderzone. Jede Spielfeldhälfte verfügt über seine Vorderzone. Die Vorderzone wird in jedem Feld begrenzt durch die Achse der Mittellinie und die Angriffslinie, die in voller Breite zu dieser Zone gehört. Die Vorderzonen erstrecken sich seitlich über die Seitenlinien hinaus bis zum Ende der Freizone. Die verlängerten Angriffslinien sind in der Freizone auf einer Länge von 1,75 m gestrichelt dargestellt. Die Aufschlagzone. Jede Spielfeldhälfte hat eine Aufschlagzone. Die Aufschlagzone ist eine 9 Meter breite Fläche hinter jeder Grundlinie. In der Tiefe erstreckt sich die Aufschlagzone bis zum Ende der Freizone. Sie ist seitlich begrenzt durch zwei 15 cm lange Linien, die im Abstand von 20 cm hinter der Grundlinie in Verlängerung der Seitenlinien angebracht sind und zur Aufschlagzone gehören. Die Wechselzone. Jedes Team hat eine Wechselzone, in der die jeweiligen Spielerwechsel durchgeführt werden. Die Wechselzone wird von der Verlängerung beider Angriffslinien bis zum Schreibertisch begrenzt. Die Libero-Austauschzone. Jedes Team hat eine Libero-Austauschzone, in der der jeweilige Libero-Tausch durchgeführt wird. Die Libero-Austauschzone ist der Teil der Freizone,
der Seite der Mannschaftsbänke, zwischen der Verlängerung der Angriffslinie und der Grundlinie. Temperatur und Beleuchtung. Die Temperatur darf nicht weniger als 10 Grad Celsius betragen. Es gibt keine Höchsttemperatur. Die Lichtstärke darf im Bereich der Spielfläche 300 Lux nicht unterschreiten. Beide Angaben werden im Spielbetrieb des VVB nicht vor jedem Spiel exakt geprüft. Dies erfolgt vielmehr in den Grenzbereichen auf Vorschlag einer der spielenden Mannschaften. Also, wenn eine Mannschaft meint, dass es ganz schön kalt oder sehr dunkel in der Halle sei. Zusammenfassung. Hier sehen wir das gerade Besprochene noch einmal in einer Gesamtübersicht. Das Spielfeld mit seinen Zonen und Linien, die zum Spielfeld gehören, sowie die Freizone mit den benannten Bereichen. Außerhalb der Freizone sehen wir die Mannschaftsbänke, den Schreibertisch sowie die Aufwärmflächen. Die Strafflächen gibt es nicht mehr, da hinausgestellte oder disqualifizierte Spieler nun in die Umkleide der jeweiligen Mannschaft gehen müssen. Es gibt im Spielbetrieb des VVB Ausnahmegenehmigungen zu den Freizonen, der Beschaffenheit der Oberfläche, den Linien auf der Spielfläche sowie zum freien Spielraum. Wenn es sich um eine offizielle Sporthalle im Spielbetrieb des VVB handelt, ist es nicht die Aufgabe des Schiedsgerichtes, die Ausnahmeregelungen in Frage zu stellen, solange ohne ernstliches Gesundheitsrisiko gespielt werden kann. Damit ist dieses Videomodul beendet. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.